Wir haben ja keine Gegner mehr, wir müssen ja nicht vorsichtig sein, wir müssen nichts erkunden. Alles gut. Gespatze höre ich, aber naja. Worauf möchte ich hinaus? Ich möchte nur noch mal probieren. Hier ist nochmal die Möglichkeit. Kann ich scheinbar nichts einstellen. Diesen Beamer. Schön in der Wand drin. Muss ja von irgendwo gesteuert werden. Ob wir vielleicht die können wir die Videokassetten vielleicht von hier gucken? Scheinbar nicht. Liegt noch irgendein Fernseher. Schade. Okay. War nur eine Idee, hätte ja vielleicht klappen können. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ein bisschen blöd. Wir haben die. Nein, das wollte ich nicht. Wir haben hier die letzte Kassette erst hier drin gefunden. Das heißt, es muss auch irgendwo hier drin den Videorekorder dazu geben. Wir haben das übersehen. Bei Megan Cross. Okay. Also so ein Dino hat sie auch mal gemalt. Sie hat nicht nur ein Einhorn gemalt, sie hat auch ein Dino gemalt. Na, lässt du mich hoch? Ich will nochmal irgendwas anderes testen. Okay, den Sohn können wir auf jeden Fall nicht treffen. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass es hier eigentlich etwas geben muss. Irgendwie, das mein Gefühl sagt mir das, dass es hier was sein, hier was geben muss. Aber hier ist nichts. Ha. Na gut. Hören wir auf, uns um die unangenehmen Sachen im Leben zu drücken. Wir gehen in den Raum, in dem ich gar nicht rein möchte. Ein letztes Bounty. Und hier, ganz interessant auch, sehen wir die Höhle, oder eine Höhle, in der wir zuvor gewesen sind. Wahrscheinlich. Viele Skelette liegen da unten. Und ich rüste mich gerade schon mal damit aus. Obwohl, ne, ich habe Angst, dass die nachher meine Hand explodiert. Wäre nicht so cool. Schade. Es nützt nichts. Augen zu und durch, liebe Freunde. Dieses Kind, was dort sitzt, das ist Megan Cross. Und das ist, wie man sich wahrscheinlich anhand der Stifte im Kopf ihres Vaters denken kann, kein Liebeskind. Abgesehen davon, diese Blutspur hier, die hat auch seine Gründe. Das sind die Gründe, warum der Raum so groß ist. Verdammt nochmal, ich will nicht gegen dieses... Ich will nicht rein. Komm, mach's bitte schnell. Das ist voll das creepy Kind.
Ja, ich. Das ist nicht nur super eklig, das ist auch super gefährlich. Oh Mann, das ist schon wieder da. Oh Mann. Nein, 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 nein. Oh. Das hat mich nicht erwischt. Sehr gut. Verdammt, ich hab's nicht getroffen. Ich hab's glaube ich wieder nicht getroffen. Habe ich getroffen. Und ich glaube diesmal wieder nicht. Verdammt. Mist! Lass mich los! Kack, Drecksvieh! Nimm ich jetzt das Ding hier. Oh! Hast du es getroffen? Kann man hier irgendwas reinhauen? Ich weiß gar nicht, ob ich das Vieh überhaupt treffe damit. Uah. Ja, du dummes Vieh! Du dummes Vieh! Ich hab dich erledigt! Ich hab dich erledigt zum zweiten Mal! Zum zweiten Mal! Es bewegt sich. Schade, ich kann da nichts kaputt hauen. Das ist alles Glibberzeug. Kann ich die nochmal wieder ablegen? Ja, natürlich. Die liegt da ganz vorsichtig ab. Weißt du, die normalen Ureinwohner, die werden irgendwo hingeschmissen und das war's. So, ich möchte mich hier gerade nochmal ein bisschen umsehen und vor allem
So. Ein bisschen davon drauf tun. Okay. Kommen wir nicht raus. Das ist. Kann das sein, dass das hier die Art Eingangshalle ist? So, hier hat sie noch ein paar Bilder gemalt mit ihren Wachsmalstiften. Aber irgendwelche Babys hat das Vieh jetzt nicht gelegt, oder? Das wabbelt und schwabbelt alles noch ganz eklig, aber ansonsten sehe ich hier nichts mehr rumkraucheln. Na gut. Haben wir das? Was ist das eigentlich? So, wir haben es jetzt 8:45. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um einen Break zu machen. Nein. Wir werden es natürlich jetzt auch noch zu Ende bringen und ich will ja auch wissen, wann ich jetzt endlich diese Videokassetten gucken kann. Ich hoffe, da erfahren wir noch so ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte von The Forest. Wie kann ich nicht bleiben? So, dann werden wir erstmal sehen, dass wir unseren Sohnemann wieder ans Laufen kriegen. So, Ette rein. Es passierte aber nichts. Mhm. Life sample required. So, voll in Panik. Wir kriegen eine weitere Chipkarte. Und was können wir mit dieser Chipkarte machen? Natürlich kommen wir hier rein. Fernsehen vielleicht ein bisschen. Das aussieht nicht. Das ist wieder so stockdunkel, dass ich nichts sehe. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, ob wir überhaupt nochmal Mutanten jetzt auf dem Weg dahin getroffen haben. Ich meine ja. Generell Ureinwohner, Mutanten. Ach ja, stimmt, wir müssen ja wieder in die Höhle. Können wir noch hier lang gehen? Nein. Na gut. Also wieder ab in die Höhle. Das ist auch der normale Weg übrigens. Also jeder Mitarbeiter, der nach oben möchte, muss hier immer durchgehen. Ach so, die kann man ja nicht kaputt machen. Das ist schon eher. Ist hier sonst noch irgendwie was? Natürlich, wir müssen wieder klettern. Was auch sonst? Okay. Ich bin mal unten. Ja. Können hier hoch. Hier ist nichts. Weiß nicht, warum man dann überhaupt hier hoch kann. Aber na gut. Okay, was haben wir denn noch alles Schönes? Das ist süß. Can't carry any more air canister. Okay. Also hätte man jetzt keine mehr. Man kommt ja in dem Spiel auch nicht mehr zurück. Hätte man zumindest hier nochmal nachfüllen können. Sehe ich hier gerade nochmal so ein bisschen um. Hier schwimmt noch wieder so eine Lichtmaschine. Und hier müssen wir lang. Und da unten geht's nicht mehr weiter, also müssen wir tauchen. So, die können wir diesmal schieben, diese Lichtmaschine hier. Noch ein bisschen was. Mal gucken, wo wir landen.
Hungry, find something to eat. Ist eigentlich von euch schon mal jemand in diesem Spiel wirklich an Hungertod oder so gestorben? Kam das schon mal vor? Oder weil ihr verdurstet seid, meinetwegen? Oder erfroren? Würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich ist das wirklich ganz einfach gehalten. Wir können nur einen einzigen Weg schwimmen. Es gibt keine Secrets hier, keine Geheimgänge, sondern einfach nur den einen Weg, der uns ans Ziel bringt. Und zu lange will ich nicht rumtrödeln, weil wir sind unter der Hälfte an Luft und ich weiß nicht, wie lange der Weg geht. Und ertrinken, das wäre mir jetzt auch relativ unangenehm, zumal wir natürlich die ganze letzte Zeit nicht speichern konnten. So, hier müssen wir wieder ein Türchen öffnen. Deswegen liegen hier auch so schön viele Steinchen. Da hole ich mir jetzt gerade nochmal ein paar Snacks rein, damit er hier nicht noch am Hungertod stirbt, der Arme. Hat er den anderen versucht zu essen und ist dabei gestorben? Beim Essen? Und das sieht natürlich hier auch so ein bisschen nice aus mit den ganzen Skeletten hier am Rand. Hier geht's weiter. Und wir können auch einfach durchlaufen, gar kein Problem. Ich werde trotzdem gleich nochmal wieder runtergehen. Ich weiß, da unten ist eigentlich nichts. So war es damals zumindest. Aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht hat sich ja irgendwann im Laufe der Zeit noch was geändert. Will ich da unten gerne einmal nachschauen. Normalerweise ist das Seil eigentlich nur dafür da. Nicht nach oben, du Pfosten. Ist das Seil eigentlich nur dafür da, dass man nach unten kommt? Nach oben kommt. So. Ja, schön auch beleuchtet. So. Interessant. Hier steht überall diese Steinwache. Also diese, sagen wir, interessant aussehenden. Säulen. Aber sonst irgendwas von Interesse scheint es hier tatsächlich nach wie vor nicht zu geben. Ich weiß nicht, was sind das eigentlich mal für rote Punkte? Da, die beiden. Weiß das einer von euch? Wir immer sehen, wenn wir unter Wasser sind. Und ich finde das auch interessant. Uns kann, glaube ich, gar nicht mehr kalt werden. Also wir können so viel im Wasser planschen, wie wir wollen. Vorhin haben wir uns einmal die Schnürsenkel nass gemacht und der Typ ist sofort halb erfroren. Und jetzt können wir so lange, wie wir wollen, im Wasser bleiben und der Typ, der zuckt nicht mal. Ja. Hier scheint es nichts weiter zu geben. Achso. Ich dachte auch, dass es dann eine Luke im Boden wäre. Das sind hier diese Fake-Koffer, die man nicht kaputt machen kann. Aber gut, warum sollte man jetzt auch noch irgendwas finden? Ganz im Ernst. Also, viel passiert jetzt logischerweise nicht mehr.
Hm, ist hier noch irgendwie was? Hallo. Danke. Kann man die nicht mitnehmen? Kann ich nicht mal umlaufen. Ist am Boden festbetoniert worden. Was ist das? Seesacktasche? Trinken. So. Und wir kommen in einen anderen Abschnitt der Höhle. Müssen wir gerade ein bisschen kriechen. Und man siehe da, zurück im Komplex. You are here, immer noch. Oh. Naja, da passiert nichts dran. Die machen nur Geräusche. Nur der Vollständigkeit halber. Sieht da was, wenn wir da drauf hinhauen? Nicht wirklich. Boah, Na, besten Dank. Ich fühle mich aus irgendeinem Grund nicht ganz so wohl hier. So, können wir hier vielleicht irgendwo unsere Videokassetten gucken? Mal können wir uns hier wieder hinsetzen. So, hier schön auf den Kopf setzen. Man sieht überhaupt nichts. Der Typ, wenn er sich hinsetzt, braucht er ja auch kein Licht mehr. Und so im Dunkeln mit einem ganzen Berg von Leichen und Köpfen und so weiter. Ich habe da kein Problem mit. Also mich würde so etwas ja gar nicht beunruhigen. Stimmt sowas. So, was haben wir hier? Ach, nur ein paar Leichen. Gar kein Problem. Aber nach wie vor kein Videogerät, kein VHS-fähiges Endgerät. Kann man hier sich noch ein paar Snickers kaufen? Ja, ist der Kopf. Hier kommen wir auch raus. Ich glaube, ich kann gesehen. Wir uns erstmal einen Kaffee machen. Kann man die eigentlich combine? View und Camcorder. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir den Camcorder finden und dann können wir den damit combinen, um das dann zu gucken. Die Frage ist, finden wir hier irgendwo noch einen Camcorder oder nicht? Ich hoffe es. Ah, schön mit der Bohrmaschine im Ohr. Da kommt Freude auf. Also es wird natürlich auch so sein, liebe Freunde, sollten wir wirklich kein Gerät finden, womit wir uns diese Videokassetten anschauen können, werde ich das natürlich abseits der Aufnahme, also abseits dieses Streams dann
nochmal recherchieren und hinten dran hängen. Ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Hallo. So, Flares. Mein Gott. So. Can't carry any more Flares. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt hier nochmal Flares bekommen. Aufzug. Wird unsere Wartemusik eingespielt? Und jetzt haben sie gleich was eingebaut, Tür geht auf. Bäh, Mutant direkt. Und wir sehen die schöne Berglandschaft. Wahrscheinlich sieht das hier auch von außen aus wie ein Berg. Dass wir so ein, wie bei der Polizei, einen Spiegel haben, wo man von außen, von innen nach außen gucken kann, aber von außen nicht nach innen. Und ganz ehrlich, ich glaube langsam wirklich, dass wir hier keinen Campcorder mehr finden werden. Würde mich dann doch sehr wundern. Was ich mir vorstellen kann. Ja. Wir können das Ding auch damit abspielen. Dass der Camcorder in der verschlossenen Tür auf der Yacht ist. Das kann ich mir vorstellen. Oder hier. Wir können hier was machen. Da spenden wir quasi das Spiel. Hier ist nichts. Probieren wir gerade mal das hier. Gucken. Emergency Shutdown. Und was hier passiert. Vielleicht sehen wir auch gleich ein anderes Ende. Das kann natürlich auch sein. Geht da vorne eine Tür auf. Hier können wir nichts mehr machen. Das hat sich dadurch auch deaktiviert. Okay, wahrscheinlich kriegen wir jetzt wirklich das alternative Ende zu sehen. Das kenne ich selber natürlich auch noch nicht. Normalerweise hätten wir jetzt hier... Boah, das muss ich mir gerade mal angucken. Einen Moment. Boah, geil. Wir können von hier aus die komplette Insel sehen. Da hinten ist das Sinkhole mit den großen Seen, die wir hier haben, Flüssen. Da ganz hinten ist irgendwo unsere Basis. Boah, mega geil. Das finde ich gut. Und hier schon wieder so einer von diesen Robotern. Normalerweise würden wir uns ja jetzt hier hinstellen, hätten hier ein bisschen was dran rumgetipselt, dann käme hier ein Flugzeug, wäre abgestürzt, unser Sohn wäre wiederbelebt worden, alles gut. Und mal schauen, was sich jetzt ergibt. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Wirklich, gar nicht. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Okay.
irgendwas macht hier Geräusche. Und ich weiß nicht, ob das von mir selber kommt oder... Okay. Hier steht Alkohol. Warum finde ich denn hier Alkohol? Oh. Vielleicht haben wir deswegen Flares gefunden. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gerade ein bisschen, also ich gerade ein bisschen übertreibe, dass hier jetzt überhaupt nichts passiert. Bibel. Können wir runterklettern? Wenn ich das tue, will ich erstmal gucken, ob da unten irgendwas ist, was gefährlich werden könnte. Okay. Ich habe zwar gar nichts gedrückt, aber dann war runter. Hier liegen Totenköpfe. Das beruhigt mich. Generell ist es immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man irgendwo Totenköpfe findet. So, wir müssen scheinbar wieder tauchen. Ich benutze gerade mal eine neue Kanne. Ich weiß nicht, wie lange wir tauchen müssen. Hier fühle ich mich zumindest sicherer, weil ich weiß, hier wird definitiv nichts passieren. Okay, wir können hier scheinbar in zwei Richtungen schwimmen. Einmal hier und einmal dahin. You're cold and wet. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Schauen wir mal. So, hier hinten ist erstmal gar nichts. Können wir auch nirgendwo weiter, also können wir nur in die Richtung. Aber mal Scheibenkleister und ich habe keine Sticks mehr dabei, um ein Feuer zu machen. Mist! Jetzt ist dem Kerl natürlich arschkalt. Machen. Können die Entwickler nicht hier irgendwie noch so eine kleine Feuerstelle einbauen können? Was haben wir hier? Hier geht es wieder runter. Ist da vorne noch irgendwas? Hier geht es auch noch weiter. Wo befinden wir uns eigentlich? Irgendwo da oben rechts. Ich weiß nicht, wer oder was diese Geräusche macht. Ich weiß nicht, ob ich es rausfinden will. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier wirklich lang müssen oder ob wir nicht... Ich glaube, ich klettere doch erstmal den Weg darunter.
keine Ahnung, was da unten ist. Geht's noch weiter runter? Hier ist ein Tor. Hier sind Sachen drin. Hier sind wieder Flares. Und Arrows. Warum finden wir hier Flares und Arrows? So, hier ist nur ein Seil, damit wir hier aus der Kuhle wahrscheinlich wieder rauskommen. Und wir aber wahrscheinlich auch so rauskommen. Mute ich mal. Jo. Was haben wir hier? Dynamit! Immer Dynamit! Hallo! Okay. War nur aus Prinzip. Wir finden Dynamit, aber... Jetzt haben wir hier noch ein Tor. Das können wir nicht aufmachen. Okay. Das heißt, wir müssen doch erst den anderen Weg lang. Das heißt, wir werden wahrscheinlich später nochmal zurückkommen müssen. Weil wir scheinbar erst irgendwas aktivieren müssen. Bitte nicht noch wieder irgendein Bosskampf. Das habe ich nicht einkalkuliert. Und wenn, dann bitte vorher die Möglichkeit, einmal zwischenzuspeichern. Da hinten müssen wir uns was aufsprengen. So, High Explosive. Hier finden wir auch nochmal diverse Dynamitstangen. Apropos, mir fällt gerade ein, ich könnte hier gerade mal eben wieder ein bisschen ein paar, was sind denn hier da, Geld? Ein paar Bomben basteln. Klebebomben natürlich. Jetzt noch. Ach, Alkohol. Gut. Damit kann ich mal wieder mitnehmen. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich noch weniger. Es geht raus. Wir kommen ins Schneegebiet. Ein Flugzeug. Das wäre wahrscheinlich das Flugzeug, was abgestürzt wäre. Er verbrennt das Foto seines Sohnes.
Okay, ist ein bisschen kalt. Ach, ich will da nicht wieder rein. Okay, wir sind wieder draußen. Mal kurz gucken, was gibt's hier alles? Oh, wir können auf jeden Fall gerade mal eben ein paar Sticks sammeln. Ganz wichtig. Sticks, sehr gut. Nehmen wir noch mal ein paar mehr mit. Ja, aber wir müssen nur irgendwie rausfinden, wie wir dieser eine das da in der Höhle aufkriegen. Wir können ja im Moment noch relativ wenig machen. Ich muss gerade mal eben Moment, damit ich das Moment ja wiederfinde. Hier diesen. Da ist der Eingang. Mache ich gerade mal eben hier so einen Stickmarker hin. Was ist er denn? Da. So. Gelb? Nein, ich möchte nicht gelb. Wir machen den Stigma. Wir machen den rot. So. Damit wir den auch noch wiederfinden. Und hier muss ich dann noch eben Snickers rein, damit wir wieder ein bisschen mehr Energie haben. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt hier ganz normal weiterspielen. Ich guck mal da vorne, liegt noch mal liegt die Flugzeugkapsel. Also wir sind auf jeden Fall wieder rausgekommen. Ich möchte gerne wieder unseren Black Suit anziehen. Ärgern. Mehr gibt's hier nicht. Hallo, du sollst das Ding wegtun. Honk. Ja, okay. Ich habe eine Idee. Das machen wir jetzt. Wir haben ja die andere Chipcard von der Megan Cross bekommen. Was ist eigentlich, kommen wir damit vielleicht auf die mysteriöse, durch diese mysteriöse Tür auf der Yacht? Das testen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Ein paar Sticks, das ist sehr gut. Und dann mal schauen. Ach ja. Au! Scheiße. Ich mache mir voll Damage. Ein bisschen Medizin nehmen. Haben wir eh mehr als genug.